geht es um, wie man auch schwer erkennen kann, Supermärkte. Aber nicht jeden normalen Supermarkt, den ich hier ansprechen möchte, sondern ein asiatischer Supermarkt, in dem Fall ein chinesischer Supermarkt. There are so many asiatisch. Ja, so viele asiatische Supermärkte gibt es hier in Neuseeland. Und vor allen Dingen auch chinesische, koreanische, japanische, die findet man hier ganz, ganz oft. Und natürlich dann auch mit ganz, ganz vielen Produkten, wie man hier sehen kann, wo ich nicht mal lesen kann, was es ist. Und dann muss ich dann hier das Englische lesen und weiß dann trotzdem nicht, was es ist. Meistens. Aber ja, das gibt es hier auf jeden Fall auch in Neuseeland. Ganz, ganz viele asiatische Supermärkte, die man dann natürlich nutzen kann, um exotische Früchte, exotisches Essen zu finden und Zutaten zu finden, die man gebrauchen kann, um natürlich Sachen zu kochen und so weiter. Und natürlich gibt es auch einheimische Supermärkte, so wie den hier, wo ich mich gerade drin befinde. Das ist der Countdown. Etwa vergleichbar wie mit dem deutschen Edeka oder eher Rewe, würde ich mal behaupten. Edeka wäre wohl eher New Market und Kaufland bzw. Aldi, größere Aldi oder Lidl wäre dann Pack and Save, ein weiterer großer Supermarkt hier in Neuseeland. Und wir sind gerade im Countdown. Es ist relativ viel hier zu holen. Es gibt Fisch, es gibt Brot, es gibt Fleisch, alles Mögliche. Aber man findet nicht alle Produkte, die man zum Beispiel in Deutschland findet. Milchschnitte beispielsweise gibt es nicht. Aber was es hier zum Beispiel gibt, ist sowas hier. Muscheln kann man kaufen, frisch sogar, teilweise. Und hier ist normalerweise dann auch noch Fisch, eine ganze Reihe von Fisch, was man frisch sich hier holen kann. Weil es natürlich am Meer liegt, Auckland, ist es auch immer ziemlich einfach, da an frischen Fisch oder sowas zu kommen. Und hier gibt es dann auch noch verschiedene andere Sachen, die man sehen kann. Die werden jetzt schon abgedeckt, weil wir relativ spät hier noch im Supermarkt sind. Und deshalb dauert es natürlich auch immer alles vorzubereiten und am Tag ist dann hier auch alles voll und belegt. Weihnachten, das steht auch vor der Tür hier im Supermarkt, das kann man sehen, ist zum Beispiel der Weihnachtsmarkt schon aufgebaut. Da gibt es ein paar Süßigkeiten auch dafür schon zu kaufen. Und hier ist quasi die Bäckerei. Hier wird aber nicht frisch irgendwie im Automaten was gemacht, sondern hier werden einfach nur die frisch zubereiteten, gebackenen Brote, das übrigens nicht, sondern eher da, ausgestellt und die sind dann ein, zwei Tage nur gültig. Und das gleiche gilt aber auch für die hier. Also Toastbrote oder irgendwelche Brötchen, die sind dann nur gültig bis zum 17.11. zum Beispiel, also nur ein oder zwei Tage. Was so ein bisschen problematisch sein könnte, aber best before heißt nicht irgendwie danach ist es zum Wegwerfen, sondern meistens kann es dann noch drei, vier, fünf Tage länger genutzt werden. Also es ist schon ein bisschen was kürzer als in Deutschland bei der ganzen Backwaren. Aber im Grunde genommen kein großes Problem. Eine frische Bäckerei oder sowas im Laden selber gibt es leider nicht. Die Supermärkte im Allgemeinen sind ziemlich groß, wie man hier sehen kann. Ich laufe mal einfach hier durch die Regale durch und ihr seht, es gibt eine ganze Menge. Es ist deutlich größer als so ein Standard Rewe, würde ich mal sagen, fast doppelt so groß. Und ihr findet natürlich diverse Produkte hier. Das geht von diesen Joghurts hier, Nachtischen, Pudding, eher weniger, meistens eher Joghurts zu finden, bis hin zu Brotaufstrichen oder Dips, die man verwenden kann. Fürs Kochen zum Beispiel, auch in verschiedenen Sorten hier zu sehen. Und natürlich gibt es auch zahlreiche Produkte im Käsebereich. Da gibt es also auch eine ganze Reihe von Sachen. Wurst hatte ich ja kurz gezeigt und Butter gibt es natürlich auch. Also wer ein Butterbrot schmieren möchte, der hat das Wichtigste auch hier im Supermarkt. Viele verschiedene Buttersorten, die man auswählen kann. Dann gibt es natürlich auch schon für Weihnachten gedacht Süßigkeiten, aber das sind eher unbekannte Süßigkeiten, zumindest für mich hier aus Deutschland stammend. Aber vielleicht für den einen oder anderen hier mal bekanntere Produkte, Kinderschokolade und weitere bekannte Produkte in der Süßigkeitenabteilung. Also da gibt es alles, was das Herz begehrt. Genauso was Softdrinks angeht. Ihr seht, wie viel hier es an Auswahl gibt. Also eine ganze Reihe von Produkten durchaus mit dabei. Einkaufswagen sind auch ziemlich interessant. Ihr seht, die sind ziemlich tief, wenn man von der Seite drauf schaut. Viel tiefer als in Deutschland unter anderem. Und die hinteren Räder, die drehen sich nicht. Die sind steif.
Das heißt, nur die vorderen Räder können gedreht werden. Also wenn ich das hier mal ein bisschen bewege, dann muss ich eben mit dem vorderen Rad nach links oder nach rechts bewegen. Aber die hinteren bleiben steif. Ja, auch eine kleine Besonderheit. Zumindest habe ich das so in Deutschland noch nicht gesehen. Alkohol gibt es hier natürlich auch in Neuseeland zu kaufen. Allerdings muss man jederzeit den Ausweis vorzeigen, sonst kriegt man nichts, egal wie alt man ist. Also selbst wenn man mit 80 hier noch rumläuft, Weine gibt es hier genug, wie man sehen kann. Das geht vom Pinot Noir über Chardonnay und viele weitere, die man sehen kann. Ihr seht ein ganzes Regal voll mit Wein und Alkohol. Aber wie gesagt, nur mit dem Ausweis, ohne Ausweis kriegt ihr das nicht. Und natürlich trinken hier ist, glaube ich, ab 21, oder zumindest ist 18, also 16 auf jeden Fall nicht, aber auch selbst was Bier angeht. Ja, die Kreativität kennt keine Grenzen. Hier gibt es sogar sowas hier, New York Cocktail Infusion Grony. Also da muss man einfach nur Wodka hinzufügen und dann rausfiltern. Es gibt also noch einen Filter dazu und das soll so ein bisschen Strandfeeling geben, glaube ich, mit Sand drin. Also Kreativität hier kennt keine Grenzen in Neuseeland, zumindest was den Alkohol angeht. Es gibt aber auch zahlreiche Nusssorten, die man hier einfach abfüllen kann. Keine Angst, es gibt auch Trockenfrüchte und Süßigkeiten, die man selber in Tüten einfüllen kann. Und dazu gibt es halt diese Automaten hier, wo man einfach eine Tüte dran hält und dann so viel einfüllt, wie man denn haben möchte. Ja, zu Weihnachten gibt es natürlich auch Adventskalender, aber das ist eher die Ausnahme hier in Neuseeland, zumindest was Schokolade angeht. Ja, so sieht dann also ein Einkauf aus, für zwei Personen etwa. Und das ist alles das, was wir geholt haben. Hier auch noch Toilettenpapier, übrigens eine Besonderheit. Toilettenpapier, wer sehr weiches Toilettenpapier bevorzugt, hier gibt es nur maximal dreilagig. Vierlagig habe ich noch nicht gefunden in Sachen Toilettenpapier. Naja, das ist dann der Preis, die Preisliste. Da seht ihr, ich kann da mal ein bisschen näher rangehen, was wir alles geholt haben und wie viel das Ganze gekostet hat. Und dann der Endpreis, um dann mal so ungefähr einen Vergleich machen zu können. Und jetzt würde mich mal interessieren zum Schluss des Videos, wie sieht das bei euch aus mit Einkäufen? Ist das teurer in Deutschland als hier in Neuseeland? Oder ist es etwa auf gleichem Niveau? Würde mich mal stark interessieren. Andere Sache noch, was ich noch nicht erwähnt habe, Obst und Gemüse. Teilweise schwankt das ziemlich stark. Das heißt, manchmal sind die Tomaten ziemlich billig zu haben, manchmal sind sie verdammt teuer zu haben. Das gleiche für Paprika und für viele weitere Produkte. Erdbeeren gibt es das ganze Jahr über, was ziemlich gut ist. Sehr interessant. Jetzt aus heimischem Anbau, ansonsten gibt es das importiert aus dem Norden. Und das ist im Grunde genommen alles für dieses Video über Supermärkte in Neuseeland. Bis zum nächsten Mal. Ciao.